Hallo liebe Minecraft-Fans und herzlich willkommen. Was machst du hier? Hallo? Ah. Villager. So, ihr seht, ich habe gerade ein bisschen was abgekriegt. Ich war beim Vorbereiten für die heutige Folge und dann hat ein Creeper gemeint, er macht hier mal kurz Bumm in meinem Rücken. So, das erste, was ich brauche, ist mein Eisen, das ich gerade schmelze. Wir bauen uns heute eine Schafsfarm. Klingt komisch, ist aber so und ist gar nicht mal so schwer. Wenn man ein paar Dinge beachtet, geht das ganz fix. So, habe ich Fäden? Fäden habe ich. Wir brauchen nämlich Bögen und wir brauchen roten Stein und. So, jetzt bin ich an den Öfen vorbeigelaufen. Eine Schaffarm nach meinem Design ist zwar sehr eisenlastig, zahlt sich aber für alle, die wirklich Wolle und mit Wolle bauen, wirklich gut aus. Wie gesagt, ist ein bisschen teuer, aber durchaus machbar. So, das erste, was wir brauchen, sind Bögen. Wir brauchen 5 Stück. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt mit den Fäden ausgeht. 1, 2, 3, 4. Nö, natürlich um einen nicht. Vielleicht kommt uns hier noch eine Spinne entgegen. Du kannst weg, du kannst auch weg. Dann kann ich meine beiden Bögen hier noch machen. Nachher ist es gleich gar nicht mehr so schlimm. Dann nehmen wir uns Bruchstein. Jetzt haben wir ja nur 4. Und jetzt aufpassen. Wenn ihr nur das Redstone reinlegt, kriegt ihr einen Spender. Wenn ihr einen Bogen mit reinlegt, einen Werfer. Also bitte nicht verwechseln. Moment, ich komme gleich wieder. So, bin schon wieder da. Ich dachte, mein Kater hätte die Tür aufgemacht, aber der liegt da hinten. Wenn ihr da ein bisschen so in die Kamera guckt, da hinten am Fensterbrett sieht man ihn sogar ein bisschen. So, jetzt haben wir 4 Bögen. Ich brauche unbedingt eine Spinne. Ansonsten kann ich die 5. gar nicht machen. Läuft hier irgendwo noch eine Spinne rum? Außer Schafen? Nö, natürlich nicht. Aber eins meiner bereits gefärbten Schafe, ich hatte ja die Folge schon fast im Kasten, bis mir der da ein bisschen ins Handwerk gepfuscht hat. Alles Mögliche läuft rum, aber Spinnen natürlich keine. Na, ist ja egal, dann machen wir nur 4. Bier ist auch schick. Und was zu essen ist auch schick. So. Aber den Creeper, den ich da gesehen habe, ist wohl despawned. Hallo, Creeper? Diese Mistviecher. Ich hasse sie. Einmal live gestorben, hätte man das auch erlebt. Uiuiui. Ui, ui. Ja, meh. Hoffentlich hat er keinen der Blöcke jetzt zerwurschtelt. Wir brauchen nämlich jetzt dann noch einen zweiten Block, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das ist schon einer der etwas anderen Blöcke dann. Na, mir fehlt ein Haufen Zeug jetzt. Der hat das bis ins Wasser geschossen. So, habe ich jetzt alles, was er mir entfremdet hat oder entwendet hat.
Ganz wichtig wären jetzt die Werfer. Die habe ich noch, passt. Meine Ausrüstung wieder angelegt. Das angelegt. Das da brauche ich nicht. So. Jetzt wird es sehr eisenlastig. Zum einen brauchen wir schon mal die Trichter. Die hier. Ich habe hier auch schon Trichter stehen. Auf einer Truhe. Und jetzt hat er einen kompletten Vogel, denn er hat auf die Truhe noch Schienen draufgelegt. Nein, das hat Methode. Und zwar brauchen wir noch etwas. Wir brauchen Trichterloren. Hört sich komisch an. Wir bauen eine Lore, so wie sie hier vorgegeben ist. 4 Stück, weil mehr haben wir jetzt nicht zur Verfügung. Und dann legen wir in die Lore einen Trichter rein und erhalten so eine Trichterlore. So. Dann legen wir hier eine Reihe mit Grasblöcken, beziehungsweise Erdblöcken, zu Gras wird es dann schon noch. So. Nächste Lore bitte. Wir brauchen diese Loren aus einem bestimmten Grund. Würde ich da jetzt Trichter auf diesen Block hier machen, würde der nicht sammeln. Klingt komisch, ist aber so. Dann machen wir hier hinterbei frei. Pass auf, jetzt werde ich es wahrscheinlich gleich wieder falsch machen. Passt, passt, passt. So, das mache ich mir auch gleich frei. Der wird da derweil nicht arbeiten, solange bis ich mir noch einen Werfer machen kann. Dann brauchen wir Beobachter. Klingt komisch, ist aber tatsächlich ein Block. Sieht so aus, hat ein lustiges Gesicht vorne dran und um dieses Gesicht geht es jetzt. Das lustige Gesichtchen, wir machen uns hier auch noch frei. Ich könnte auch meine Schaufel benutzen, wenn ich intelligent wäre. So, ja, passt. Dieses Gesichtchen müssen wir hier dran backen. So, dann haben wir hier hinten den roten Knopf und vorne das Gesicht. Das Gesicht startet jetzt auf diesem Block hier. Und das ist wichtig. Eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache jetzt. So, dann bauen wir auf diese Beobachter unsere Werfer drauf. Die müssen auch mit dem Gesicht nach vorne schauen. Und in die Werfer müssen wir jetzt natürlich etwas reintun, damit die etwas machen. Und zwar sollen die Folgendes machen, die sollen die Schafe scheren. Wir legen uns zur Vorsorge, also zur erleichterten Bedienung, hier auch noch alles mit Blöcken aus. Wo ist meine Schaufel? Du kannst dann gleich da bleiben, dich brauche ich dann auch. Wir machen uns hier nochmal ordentlich zu. Und ganz wichtig, dass diese Blöcke hier grün sind. Naja, Meme. Du wirst schon sehen, was du von deinem Meme dann hast. So. Bitte grün werden. Das ist der einzige, der bis jetzt grün ist. Das passt mir gar nicht. So, wir brauchen dann auch noch Glas. Das hat er natürlich auch jetzt schön zerstört. Hier einen Glasblock drauf, damit die Schafe hier nicht raus können. Muss ich mir Glasblöcke auch noch machen. Das passt mir überhaupt und gar nicht. Mal schauen, ob ich noch welche habe. Ansonsten muss ich hier kurz einen
Sand, ich nehme gleich Sand mit. Zur Vorsorge. Ich brauche ja nur die beiden da. Nehmen wir gleich mehr mit. Ist besser. Ja, das sind so die Tücken, wenn man in Survival baut. Wenn so ein blöder Creeper von hinten kommt, dann tut's weh. Und warum mache ich diese Serie auch in Survival? Ne? Ich könnte euch das Ganze auch im Creative zeigen, wäre natürlich kein Problem. Aber wenn man Anfänger ist und man von Tuten und Blasen in Minecraft noch keine Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert, und man kriegt dann so eine Farm vorgesetzt und weiß noch nicht mal, wo kriege ich diese Blöcke her, wie mache ich die, wo, wie, wann und was, wie funktioniert das Ganze, wie baue ich das in Survival. Da kann es dann schon zu mehr Fragen kommen, als man haben will. Und warum nehme ich Trottel meine Blöcke nicht gleich mit, meine Glasblöcke? Dann wird es natürlich schwierig und ich finde, man sollte das schon in Survival auch zeigen, wenn man Survival spielen will, wie das Ganze funktioniert. Ich wäre damals über so einen Guide froh gewesen. Ich muss mir das alles selber beibringen. Es gab auch noch kein Rezeptbuch. Wir mussten uns die Rezepte selber quasi rausfinden. War eine schöne Zeit. So. Wie weit sind wir hier? Ja, sind schon ein paar. So, wir brauchen jetzt Scheren. Ich mache mir hier mal frei alles, was geht, damit ich Scheren machen kann. Scheren sind ganz einfach, gehen so. Zack. Das war's schon. Und die packen wir jetzt in diese Werfer rein. Überall zwei Stück, dann kann ich das Resteisen auch noch aufbrauchen. Zwei Scheren will ich noch haben. Die gehen natürlich so auch. Da braucht man nicht unbedingt eine Crafting-Box für. So, sind überall zwei Scheren drin. Und jetzt? Jetzt holen wir uns die Schafe. Den Weizen hat er mir auch zersprengt. Mein Schild ist übrigens auch... Ah nee, das habe ich an. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich spiele ja unheimlich gerne Survival. Und ich baue auch immer alles in Survival. Auch die ganz großen Bauten. Baue ich ganz gerne in Survival. So, da kommen schon zwei Schafe mit. Ja, das Schwarze, komm. Wir kennen uns schon. Komm darauf. So. Ja, ja, meh, meh. Du gehst da jetzt rein. So, das ist jetzt gefangen. Und wenn das jetzt den Grasblock hier frisst, reagiert der Beobachter und schert das Schaf. Aber erst, nachdem wir das Ganze bebauert haben hier. Jetzt ist die Farm quasi die erste aktiv. Und wenn du mir den Gefallen machen würdest und jetzt den Grasblock hier frisst. Nee, willst du nicht? Gut, ich hol mir derweil das nächste Schaf. Die Schafe kann man übrigens auch einfärben, deswegen ist dieses Schaf schon rot. Das geht mittels Farbstoff. Farbstoff kriegt ihr aus Blumen. Er legt die Blumen einfach oben ins Inventar bzw. in den Craft-Slot und kriegt daraus den Farbstoff. So, komm, geh da rein. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. So. Friss den Grasblock bitte. Macht's auch nicht. So, nächstes Schaf.
Jetzt sind auch schon alle grün. Das ist super. So, komm. Schaf, komm darauf. So. Und wenn ihr... Ah, jetzt ist eines geschoren worden. Ah, gleich das Weiße. Das war jetzt super, weil ich wollte dich gerade einfärben. Aber da können wir gleich nachschauen. Hat die Farbe gewirkt? Ja, die sammelt das Ganze ein. Und wenn wir gerade dabei sind, wackeln. Damit wir auch Licht haben. So, wir färben uns jetzt ein Schaf orange. Orange kriegt ihr durch gelben und durch roten Farbstoff. Hallo. Hey, komm. Orange, komm. Ob sie wohl eine Orangenhaut hat? Ha, 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 ha. Ja, die flachen Witze, die gibt's umsonst. Oh, hoppala. Ich will nicht geschoren werden. Du sollst geschoren werden. Bei mir kann man auch gar nicht so viel scheren wie bei dir. Komm. Jeder. Gehst du da rein? So. Das ist auch drin. Und wie gesagt, wenn die Wolle dann nachgewachsen ist und es frisst wieder den Grasblock hier, reagiert der Beobachter und der Beobachter sagt dem Werfer, hey, du sollst was machen. Und der Beobachter, der Werfer macht dann mit dem, was er drin hat, eine Aktion. In dem Fall mit Scheren, schert er dieses Schaf. Die Farm ist wirklich eisenlastig, ja. Wir werden uns in den nächsten Folgen, die nächsten zwei Folgen beschäftigen wir uns mit Farmen. Zum einen eine Erfahrungspunkte-Farm aus Kakteen, zum anderen eine Eisenfarm. Also bitte dranbleiben, Dienstag und Donnerstag nicht vergessen, Minecraft für Anfänger, diese beiden Farmen gibt es und ich sag dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!